bedanken, dass ich hier mit dir reden zu dürfen und hoffe auch, dass es halbwegs unterhaltsam für Sie alle ist. Ein Vortrag über Künstler aus dem mainfränkischen Raum ist ein weites Feld und man könnte problemlos mehrere Tage darüber sprechen. Da ich den zeitlichen Rahmen hier aber keineswegs sprengen möchte, habe ich das Thema zeitlich und inhaltlich stark begrenzt und mich auf drei Künstler des 20. Jahrhunderts beschränkt, die meiner Meinung nach exemplarisch einen Teil der großen Vielfalt des künstlerischen Schaffens in unserer Region widerspiegeln. Und zwar Albert Banzka, Heiner Dickreiter und Joachim Schlotterbeck. Banzka war kein gebürtiger Würzburger, sondern kam am 12. April 1889 in Fischbach in der Oberpfalz zur Welt. Ihn zog es allerdings schon früh in die Welt hinaus und nach seiner Lehre und kurzen Tätigkeit im Bereich der Keramik besuchte er ab 1910 die Königliche Kunstgewerbeschule in München. Dort unterwies ihn der Schweizer Max Bucherer in der Kunst des Holzschnitts. Ab 1911 reiste er durch Italien, besuchte wiederholt Neapel und die Toskana und lebte auch einige Zeit im schweizerischen Ascona und in einer Mühle in Tessin. Er fand Inspiration in den vielfältigen Landschaften und Naturschauspielen und durchlebte eine produktive, paradiesisch ungebundene Zeit, die selbst die ständige Geldnot nicht trüben konnte. Das Idyll endete, als Banzka eingezogen wurde und bis 1918 unfreiwillig Soldat bleiben musste. In den letzten Kriegsmonaten verschlug es ihn nach Würzburg, wo er auch seine Frau Anna kennenlernte. Mit ihr zusammen bezog er eine Dachwohnung am Schmalzmarkt mit Blick auf den Marktplatz und die Marienkapelle. Diese Wohnung avancierte schnell zu einem Treffpunkt für Künstler und Kunstinteressierte mit musealem Charakter. Banzka arbeitete umgeben von alten Büchern, Drucken, Volkskunst, aber auch zeitgenössischer Grafik. Viele schätzten die gemütliche Atmosphäre und die Gespräche mit dem überaus belesenen Künstler oder genossen seine ruhige, besonnene Arbeitsweise. 1920 wurden seine Werke erstmals in Würzburg ausgestellt und fanden sehr großen Anklang. Als großer Glücksfall erwies sich die Entscheidung der beiden, sich zwischen Randersacker und Lindelberg anzusiedeln, denn so entkamen sie der Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945, die er dann eben auch in seinem Werk dokumentiert hat. Angeregt durch seine Auslandsaufenthalte erschuf er sich dort aus riesigen Blöcken fränkischen Muschelkalks einen Steingarten, sein persönliches Paradies. Dort widmete er sich weiterhin intensiv der Technik des Holzschnittes und entwickelte sein eigenes Können kontinuierlich weiter. Stellte er in jungen Jahren noch überwiegend einfarbige Drucke her, wie man sie hier sieht, so perfektionierte er im Laufe seines Lebens die Kunst des Farbholzschnittes. Im Unterschied zum gewöhnlichen Holzschnitt unterscheiden sich Farbholzschnitte durch die Verwendung mehrerer Farben. Man fertigt dazu entweder mehrere Platten an, die jeweils einer bestimmten Farbe zugeordnet sind, oder man nutzt nur eine Platte, auf der die Farben aufgetragen werden und ineinander verlaufen können. Dieser sogenannte Irisdruck ist die Königsklasse des Farbholzschnitts. Banzka beherrschte diesen meisterlich und verließ seine bevorzugten Sujets, Landschaften und Naturstudien, ihre fast aquarellartige Wirkung. Oft fühlt man sich dabei an Kunst aus dem asiatischen Raum erinnert und dies ist sicher kein Zufall. Denn Banzka interessierte sich zeit seines Lebens sehr für die Kunst und Weisheiten Asiens. Anlässlich seines 65. Geburtstags fand in der Städtischen Galerie Würzburg eine Ausstellung zu Banzkas Ehren statt, bei der der Leiter Heiner Dickreiter dem Künstler noch viele Jahre erfolgreichen Schaffens wünschte. Dieser Wunsch erfüllte sich leider nicht, denn nur zwei Jahre später verstarb Albert Banzka am 20. Februar 1957, kurz vor seinem 68. Geburtstag. Im Gegensatz zu dem eher zurückgezogen lebenden Banzka stand Heiner Dickreiter in der Öffentlichkeit und war neben seiner künstlerischen Tätigkeit auch in vielen anderen Bereichen aktiv. Auch er war kein gebürtiger Würzburger, sondern kam am 28. Mai 1893 in Ludwigshafen zur Welt. Später zog die Familie nach Altenburg in Thüringen und dort begann Heiner 1908 eine Lehre als Kaufmann. Parallel lernte er autodidaktisch zeichnen und hielt sich zeitweise in Berlin und Regensburg auf. Dort stellte er Zeichnungen aus und schrieb Gedichte. Er lebte von 40 Mark im Monat, die er bei Kleinaufträgen von einer Zeitung verdiente, und den Brühwürfeln, die sein Dichterfreund Georg Britte von zu Hause mitbrachte. 1913 zieht die Familie nach Würzburg.
Dickreiter wird eingezogen und 1916 aufgrund von mehreren Verwundungen als dienstuntauglich entlassen. Mit seiner kleinen Kriegsrente studierte er bis 1918 in München an der Akademie der Bildenden Künste bei Professor Peter von Hallen. Noch während seines Studiums heiratete er die Kaufmannstochter Hanna Flurschütz. Die folgenden Jahre waren sehr produktiv. Er gründete unter anderem die Vereinigung Unterfränkischer Künstler und Kunsthandwerker, kurz WUKUK, mit, unterrichtete an der Würzburger Kunst- und Handwerkerschule Freihand und Aktzeichnen und trat der Hetzfelder Flößerzunft bei, der er später über 40 Jahre bis zu seinem Tod auch vorsitzen sollte. Er organisierte darüber hinaus Ausstellungen, unter anderem 1930 in der Schrannenhalle mit den fränkischen verbundenen Künstlern wie Max Slevogt, Hans und Ferdinand Spiegel, Ernst Ludwig Kirchner, den Brüdern Schiestl und Emmy Röder. Darüber hinaus war er zudem journalistisch und schriftstellerisch tätig. Nach nur 7 Jahren Ehe verstarb seine Frau 1924 und er heiratete 3 Jahre später die erst 19-jährige Friedel Landgraf. Bereits 1934 trat er der NSDAP bei, war Mitglied der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und der Reichskammer der Bildenden Künste. Darüber hinaus fertigte er Illustrationen für das Frontmagazin Unsere Feldpost an. 1941 erhielt er den Auftrag, die von der WUKUK bereits seit den 20er Jahren geforderte städtische Galerie aufzubauen. Dieser Aufbau einer Sammlung mainfränkischer Kunst wurde von den Nationalsozialisten als Anteil Mainfrankens am großdeutschen Kunstschaffen ideologisiert. Dickreiter passte sich während der Zeit des Nationalsozialismus an deren Ideologie an. Er kaufte aus Nachlässen bei Kunsthändlern und arbeitete dabei unter anderem mit der Galerie Gurlitt zusammen. 1946, noch vor seiner Entnazifizierung, wurde er zum Direktor der Städtischen Galerie ernannt, 1952 in diesem Amt offiziell bestätigt und blieb bis zu seinem Tod in dieser Position. In nur wenigen Jahren vermochte Dickreiter durch seinen Spürsinn und sein großes Netzwerk eine veritable Sammlung von Gemälden, Plastiken und Grafiken von Kunstschaffenden, die in Mainfranken geboren, ansässig oder auch nur vorübergehend agierten, und seinem persönlichen Geschmack entsprachen, zusammenzutragen. Bedauerlicherweise schätzte er auch nach dem Krieg noch Künstler, die während des NS-Regimes große Popularität genossen und zum Teil auch auf Hitlers Gott-Begnadeten-Liste standen. Darunter zum Beispiel der Markt Heidenfelder Hermann Gradl, dessen Werke Dickreiter noch 1955 ausstellte und einen Teil seines Nachlasses erhielt. Er kaufte insgesamt bis zu seinem Tod um die 100 Gemälde, 2000 Grafiken und gut 60 Plastiken von Künstlern der NS-Zeit an. Werke des Expressionismus oder des Blauen Reiters befand er hingegen nicht für sammlungswürdig, obwohl beispielsweise Ernst Ludwig Kirchner, August Macke und Franz Marc durchaus auch Verbindungen zum mainfränkischen Raum hatten. Er nahm allerdings Kontakt zu Emmy Röder auf und erreichte, dass ihr Nachlass nach Würzburg gelangte und so auch zumindest einige Arbeiten der Moderne Einzug in die Sammlung hielten. 1948 gehörte er zu den Mitgründern der Freunde mainfränkischer Kunst und Geschichte, deren Ziele es waren und immer noch sind, die Kunst und Geschichte der näheren und weiteren Heimat zu erforschen, Verständnis und Verständnis für diese zu wecken, Kulturdenkmäler zu schützen, sowie lebende Künstler und Wissenschaftler zu unterstützen. 1954 erschien sein Hauptwerk Kunst und Künstler in Mainfranken, das Ergebnis langjähriger akribischer Forschungsarbeit, in dem er 160 Biografien zusammentrug, darunter auch wenig bekannte oder bedeutende Künstler. Vertreter moderner und abstrakter Strömungen sucht man auch darin vergebens. Den Einzug der von ihm zusammengetragenen Sammlung in das spätklassizistische Gebäude am Paradeplatz im Jahr 1970 sollte er nicht mehr miterleben. Dickreiter stirbt bereits am 13. Mai 1966 und auch sein Nachlass gelangte in die Städtische Galerie. Neben seinen vielen Ämtern, Vereinstätigkeiten und Forschungs- und Lehrarbeiten war Dickreiter auch zeitlebens selbst künstlerisch tätig. Seine bevorzugten Themen waren Landschaft, Städtebilder und Porträts. Er begann seinen künstlerischen Weg als Grafiker, geprägt durch den späten Jugendstil, der zum Expressionismus überleiten sollte. Dickreiter verfolgte aber weniger den ornamental-dekorativen Zug, sondern kultivierte einen vereinfachenden und kräftigen Ausdruck. Auch
folgte er nicht der Strömung hin zum Expressionismus, sondern wandte sich eher einer am Naturvorbild orientierten realistischen Ausdrucksform mit Anklängen an den Impressionismus zu. Ja, das ist hier zum Beispiel der Hofgarten in Würzburg. Im Gegensatz zum französischen Impressionismus allerdings bevorzugte er eine eher gedämpfte Farbpalette aus Grau- und Erdtönen, wie man es hier sehr schön erkennen kann. Er beschränkte sich auf das Wesentliche, verzichtete auf Überflüssiges, um das Charakteristische und Unwechselbare zu betonen. Aus diesen Gründen war er auch als Karikaturist und Porträtist sehr erfolgreich. War Dickreiter anfänglich noch offen für aktuelle Kunstentwicklungen, so schottete er sich zunehmend von modernen Einflüssen ab. Für ihn selbst war Kunst solides Handwerk, bestehend aus Beherrschung des Körpers, der Zeichnung, innerste Berufung und unermüdlich harte Arbeit vor dem Modell. Er wollte nie Richtungsnachahmen sein und war der Auffassung, dass die als altmodisch bequem Verpönten im kleinen Finger mehr an Können haben als ein Dutzend Abstrakter in allen ihren Händen. Er fühlte sich Künstlern verbunden, die eine ähnliche an der menschlichen Figur oder der Natur ausgerichtete Kunstausfassung und Tonalität vertraten, wie beispielsweise Wilhelm Leitl und dessen Kreis. Der nächste Künstler bildet einen auffälligen Kontrast zu Rainer Dickreiter und war alles andere als konservativ, traditionell oder rückwärtsgewandt. Joachim Schlotterbeck wurde am 12. August 1926 in Würzburg geboren. Hier sieht man sein Wohnhaus in der Wolframstraße, das allerdings nicht mehr existent ist. Er entstammte einer kunstaffinen Familie. Sein Vater sammelte Zinn und Fayencen, seine Mutter Porzellan. In der Wohnung hingen zudem viele Bilder fränkischer Künstler, unter anderem von Dickreiter. Er begann bereits mit 10 Jahren, Käfer und Mineralien zu sammeln. Und sammeln soll die Zeit seines Lebens seine Leidenschaft bleiben, aber dazu komme ich später noch genauer. Versuche, ihn beim Ballett unterzubringen, scheiterten, da ihn die anderen Kinder störten und er aufsässig und störrisch wurde. Auch der Geigenunterricht war nicht von Erfolg gekrönt, da Schlotterbeck vielmehr an den Inhalt der Vitrinen seines Geigenlehrers als am Lernen des Streichinstrumentes interessiert war. Mit 11 wurde er von seinem Vater nach Marktbreit auf ein Nazi-Internat geschickt, da dieser der Meinung war, dass die Großmutter den Jungen durch ihre täglichen Kaffeebesuche mit Eis- und Tortenschlemmerei zu sehr verwöhnte. Das Internat fand er prinzipiell furchtbar, vor allem den täglichen Sportunterricht. Allerdings lernte er dort Zeichnen und Malen und sein Zeichenlehrer führte ihm auch die negativen Seiten der Nationalsozialisten vor Augen. Anfänglich kopierte er nur zum Beispiel Dürers Rasenstück, später malte er aber auch Blumen nach der Natur und diese sollten auch später eines seiner bevorzugten Sujets bleiben. Leider sind diese Frühwerke 1945 alle verbrannt. Mit 16 verließ er das Internat, schaffte es, der Hitlerjugend zu entgehen, wurde aber mit 18 eingezogen. Allerdings warf er, wie er selbst formulierte, das Gewehr weg und wurde deshalb fast vor das Kriegsgericht gestellt. Genaueres war dazu allerdings nicht herauszufinden, denn er sprach generell nicht gerne über dieses Vorkommnis. Im Jahr 1943 lernte Schlotterbeck bei einem Spaziergang zur Frankenwarte die Malerin Gertraud von Rostowski kennen, wurde ihr Schüler und lebte später auch auf ihrem Gut zur neuen Welt. 1948 stellte er erstmals im Rathaus von Sommerhausen aus. Und ein Jahr später besuchte er auf Wunsch seines Vaters von 1949 bis 1951 die Akademie der Bildenden Künste in München und studierte bei den Professoren Josef Oberberger und Emil Pretorius Bühnenbild und Kostüm. Diese weckten auch sein Interesse für Kunst aus dem ostasiatischen Raum. Nach dem Tod Rostowskis 1959 lebte er noch ein Jahr auf ihrem Gut und bekam anschließend von der Stadtverwaltung Räume im Falkenhof vermittelt. 11 Jahre später, 1970, bot ihm die Stadt den 3. Stock des Falkenhauses als Domizil an, also diesen kompletten Bereich hier. Das Falkenhaus sollte daraufhin auch fast 30 Jahre lang sein Lebensmittelpunkt mit musealem Charakter bleiben. Laut eigener Aussage gab es nur 3 Dinge, die er nicht sammelte: Briefmarken, Münzen und Waffen. Ansonsten aber so ziemlich alles und das kultur- und epochenübergreifend. Plastiken, altes Kunsthandwerk, Glaskugeln, Ringe, Ex-Votus, afrikanische und asiatische Kunst, chinesisches Porzellan etc. Auf dem Foto sieht man nur so einen minimalen Eindruck
von der eigentlichen Dimension. Die Grenzen zwischen sogenannter hoher und niederer Kunst waren für ihn fließend. Ihm ging es auch nicht um herausragende Einzelstücke, sondern um eine vielfältige Zusammenstellung unterschiedlicher künstlerischer Ausdrucksweisen. Man fand bei ihm sowohl ganze Räume, die im Stil einer bestimmten Epoche eingerichtet waren, etwa sein Napoleonzimmer mit einem Bett, in dem der Corse angeblich eine Nacht verbrachte, aber auch Arbeiten von Kleinmeistern, die nie überregional bedeutend waren, denn er sammelte aus Leidenschaft, weil er es liebte, von schönen Dingen im Leben zu leben. Darum und mit seiner Vorliebe für gutes Essen und edlen Wein sowie extravaganter Kleidung drückte er zeitlebens seinen kosmopolitischen und modernen Lebensstil aus. Da Würzburg laut eigener Aussage halt so gar nicht modern war, waren Reisen und längere Auslandsaufenthalte für ihn essentiell. Von seinen Aufenthalten in Libyen, Sri Lanka, Marokko und vielen anderen Ländern kehrte er aber doch immer wieder gerne nach Würzburg zurück, um seine eigenen Sammlungen anzuschauen, die er natürlich auch regelmäßig mit Reisemitbringseln erweiterte. Mindestens 3 Monate im Jahr verbrachte er in Gesellschaft zahlreicher Katzen in seinem Haus in Sizilien in der Nähe von Taormina. Schlotterbeck besaß nie einen Führerschein, aber durch seinen großen Freundeskreis fand er immer bereitwillige Chauffeure, die ihn bei seinen Touren über Flohmärkten zu Antiquitätengeschäften und sogar zu seinem Feriendomizil in Italien fuhren. Diese Fahrten gestalteten sich häufig abenteuerlich, da bei hungergefüllten Schlotterbecks, egal zu welcher Uhrzeit, unverzüglich Lokale aufzusuchen waren. Darüber hinaus bestand er immer darauf, direkt bis vor die Tür seines Zieles gefahren zu werden und nötigte dabei seine Fahrer Verkehrsregeln bezüglich Fußgängerzonen, Einbahnstraßen und Halteverboten mehr als großzügig zu interpretieren bzw. gänzlich zu ignorieren. Seine Freigebigkeit und sein liebenswürdiges Wesen ließen diese Extravaganzen aber meist schnell wieder vergessen. Seine Lebensart spiegelte sich auch in seiner Kunst wider. Angeregt durch Museumsbesuche entwickelte er bereits im Kindesalter künstlerische Ambitionen und überraschte seine Eltern mit Kostümzeichnungen des Biedermeier. Die Zeit des Barock, des Rokoko und des 19. Jahrhunderts standen ihm näher als die Gegenwart und sollten ihn sein ganzes Leben begeistern. Nach dem Zeichenunterricht im Markt-Heikenfelder Internat begann er als Jugendlicher viel mit Zeichenblock und Staffelei durch seine fränkische Heimat zu streifen und seine Impressionen der dörflichen Kirchen, Stuben oder auch Ställe, wie man hier sieht, festzuhalten. An seiner Lehrmeisterin Gertraud Rostowski faszinierte ihn nicht nur deren künstlerische Lebensführung und weltoffenes Haus, sondern auch ihr impressionistischer Stil und ihr feines Kolorit. Die zahlreichen Reisen in den Süden brachten Helligkeit in seine Farbpalette und eine gewisse Flüchtigkeit in seine Farbgebung. Generell vermittelte Schlotterbeck nie den Eindruck, dass er um ein Motiv oder um eine Komposition kämpfen oder ringen musste. Er bevorzugte Stillleben, Landschaften und Porträts. Letztere entstanden aber nicht in langwierigen Sitzungen, sondern in einer Art südländischen Beiläufigkeit. Ähnlich verhält es sich mit seinen unzähligen Darstellungen von Blumenarrangements. Diese leben förmlich von der impressionistischen Freiheit der Farben und Formen, auch wenn die Farbgebung mit fortschreitendem Alter etwas verhaltener werden sollte. Schlotterbeck empfand großes Vergnügen, immer wieder was Neues auszuprobieren. So experimentierte er in den 1950er Jahren mit abstrakter Malerei und in den 1960er und 1970er Jahren mit Collagen und Hinterglasbildern. Sobald er allerdings den Eindruck hatte, dass ihm dabei das Besondere und Charakteristische verloren ging, wandte er sich wieder andere Dinge zu. Neben seinen heiter gelösten Zügen hatte er aber auch eine nachdenkliche und in sich gekehrte Ader, die sich beispielsweise in seinem Buch »Morgen ist auch mein Tag« niederschlug. Darin versammelte er selbsterfundene Geschichten und lokale Erzählungen aus Süditalien, die häufig einen sehr düsteren, teilweise morbiden Charakter haben. Es geht da überwiegend um Giftmorde, unglückliche Lieben, Geister etc. 1998 bezog er ein Penthouse in der Plattnerstraße und 7 Jahre später blieb er nach einem Schlaganfall eine Körperhälfte gelähmt. Er wurde pflegebedürftig und konnte weder malen noch nach Italien reisen. Am 16. März 2007 verstarb Joachim Schlotterbeck in seiner Würzburger Wohnung.
Abschließend kann man mit Sicherheit sagen, dass Schlotterbecks Wesen und Kunst Würzburg bunter und um einige Anekdoten reicher gemacht hat. Wie eingangs erwähnt, werden Ausführungen über Kunstschaffende aus dem mainfränkischen Raum noch beliebig erweiterbar, etwa um Wolfgang Lenz, Kurt Lessig, Josef Fersel, Bruno Braun, Rita Kuhn und viele andere. Aus Zeitgründen ist das in diesem Rahmen heute leider nicht möglich. Dafür können Sie sich in der gleichnamigen Ausstellung Einblicke in die zeitgenössische Kunst aus der Region mit der Betrachtung der impressionistischen Freilichtölgemälde von Björn Würz verschaffen. Vielen Dank. Ja, wir haben uns eine durchaus einfache Frage zu lösen. Nachhaltigkeit und Kunst. Das ist so eine Sache. Das ist so ähnlich diffizil in diese Thematik. Digitalisierung, was ist eigentlich Digitalisierung? Ist jemand, der eine E-Mail-Adresse hat, schon richtig digitalisiert oder nicht? Oder ist Nachhaltigkeit in der Kunst? Ich habe ökologische Farben. Das ist vollkommen nachhaltig. Was? Zu diesen Fragen, die wir nachher auch ein bisschen in die Runde streuen werden, darf ich zuerst die Frau Kunkel bitten, mit der Frage, was hat für dich, wir duzen uns jetzt einfach, was hat für dich als Künstlerin und Designerin, die man auch Kollegin? Kann ich mich setzen oder muss ich stehen bleiben? Nein, solange die Kunkel einfach nur Frau. Frau Zinke anschauen, ich setze mich dann auf. Ich bin ein Papier dran. Okay. Was hat für dich als Künstlerin und Designerin dieses Stück Nachhaltigkeit zu schätzen? Ja, das ist natürlich das Ritual. Jetzt? Noch nichts? Ja. Na wunderbar. Also die Frage ist ja, brauchen wir Bio-Siegel oder geht es jetzt hier um den Lieferkettennachweis? Das ist die Frage. Ja. Genau. Tja, ich habe mir lange über diese Frage natürlich Gedanken gemacht und mir ist da ein bekannter Künstler eingefallen, also mir bekannter Künstler, lebt in Berlin und macht seine Lichtinstallation mit Solarenergie, die er aber aus Pflanzenfarbe herstellt. Also das ist quasi ein ganz neues Verfahren und hochspannend. Und er sagt aber, Solarenergie, klassische Solarenergie, ist umweltschädlich. Schwer zu... Die Frage ist zu sagen, okay, ist Solarenergie natürlich, es geht über Batterien beispielsweise. Dieses Thema ist unendlich ausdehnbar und es ist wirklich die Frage, was bedeutet es für uns selbst, für irgendeine Künstler zu sagen, okay, ich arbeite nachhaltig. Wo ist mein Hebel, an dem ich ansetze, um wirklich mit Überzeugung zu sagen, das ist der richtige Weg, das ist der zukünftige, nachhaltige Weg. Genau, aber ich möchte noch einen anderen Aspekt in die Runde schmeißen. Das eine ist natürlich, wie stelle ich was her? Das andere ist aber eigentlich ein für mich wesentlicher Aspekt, den Kunst ausmacht, nämlich das Reflektierende, das in die Zukunft Schauende, das Innovative. Und das macht natürlich Franz John, wenn er sagt, Solarenergie ist umweltschädlich. Jetzt haben wir ein Problem. Also wenn du mich fragst, ob Kunst nachhaltig ist, sage ich natürlich, ja, logisch ist Kunst nachhaltig. Aber die Frage, warum ich dann sage, nein, kommt die Nachhaltigkeit von Kunst auch in der breiten Öffentlichkeit an? Und noch mehr die Frage gestellt, kommt die Kunst der Gegenwart, das, was wir heute machen, in der breiten Öffentlichkeit an? Und da sage ich nein. Das, was an Nachhaltigkeit in der breiten Öffentlichkeit ankommt, ist doch die Kunst der Vergangenheit, das ist was Kunstgeschichte. Und vor den Uffizien stehen die Menschen und stehen Schlange. Aber die zeitgenössische Kunst wird oft nur von einer kleinen elitären Gruppe betrachtet. Und deswegen glaube ich, brauchen wir unterschiedliche, ja, wir brauchen eine neue Herangehensweise. Wir müssen Kunst emanzipieren. Heißt, wir brauchen eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit in Zukunft. Wir brauchen eine Stadt, die uns fördert. Wir brauchen solche Kongresse, wir brauchen eine sehr gute Presse, die mit uns zusammenarbeitet
Und wir brauchen darüber hinaus natürlich auch den Kunstlehrer Lau. Ja, natürlich. Der ist aber hier voll mit uns. Und weitergedacht brauchen wir natürlich auch Künstler, die aus einer vielleicht passiven Rolle herausgehen. Also sagen, ich habe etwas geschaffen und das reicht. Ich glaube, wir müssen mit Kunst auch einen anderen Weg jetzt oder gehen. Und wir brauchen natürlich auch da wo es letztendlich anfängt. Das heißt, das ist die Bildung in der Schule, an den Universitäten, wo wir auch schaffen müssen, dass sich diese Fächer emanzipieren. Es gilt doch heute immer noch so, wenn ich sage, Abi, Leistungskurs, Kunst, oh, da hast du es aber leicht gehabt. Ja? Oder bei mir an der Hochschule ist natürlich die Wissenschaft immer das, was gilt, während die anderen weichen Fächer es, was die Akzeptanz betrifft, häufig schwer haben. Und ich glaube, dass der künstlerische Blickwinkel in alle Entscheidergremien gehört. Und erst dann können wir auch wirklich was verändern. Das heißt, dass im Stadtrat einige Künstler sitzen, zum Beispiel Angelika, bei jeder Bauratssitzung dabei sein müsste. Das wäre für mich der Ansatz. Dann würde ich sagen, ja, Kunst ist nachhaltig. Ja, dann hätten wir im Grunde genommen, wenn wir das als Resümee nehmen, zwei Stellhebel. Das heißt mit Sicherheit Kunst in einer Art Kommunikationsstrategie, einfach dafür zu sorgen, dass die Menschen draußen damit umgehen können mit der Kunst, und daraus folgen die Grundvoraussetzung, dass wir einfach wieder dafür sorgen, dass der Kunstunterricht, der meiner Meinung nach, und das werden Sie wahrscheinlich mit mir teilen, in den letzten Jahren an Bedeutung leider sehr verloren hat, dass man ja einfach versucht, die jungen Menschen tatsächlich wieder von Grund herauf mit den Funktionsweisen, mit der Herstellung, mit der Bedeutung letzten Endes der Kunst näher zusammenzubringen. Da wäre ich auch gleich bei der nächsten Frage, die ich eigentlich an Frau Anne Pallas stellen wollte, die leider hier nicht da sein kann, weil sie sich krank gemeldet hat. Wir wünschen ihr alle gute Besserung. Welche Stellenwert hat für dich die bildende Kunst innerhalb der Kultur? Also ich denke, dass es klar ist, dass die bildende Kunst es innerhalb der Kultur noch am schwierigsten hat. Ganz einfach deswegen, da gibt es auch wieder sehr, sehr viele Aspekte. Also der eine wäre, wenn ich als Musiker irgendwo auftrete, bekomme ich eine Gage. Wenn wir als bildende Künstler unsere Bilder irgendwo hinstellen, arbeiten wir mittlerweile vom BDK aus daran, dass es eine Ausstellungsvergütung gibt. Aber im Verhältnis zu dem, was eigentlich die Wertigkeit betrifft, ist das sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dass die bildende Kunst aufgrund auch einer langen Entwicklung, wo sie gesagt hat, ich bin Selbstzweck, ich bin schön, ich bin vielleicht auch ein bisschen versäumt hat, die Menschen mitzunehmen. Und sie hat halt, sie ist, wenn ich jetzt die Menschen, die in eine Ausstellung gehen und dann rausgehen und sagen, ich habe es jetzt aber nicht verstanden, ja, und man eben nicht, weil sie eben nicht die Öffnung dafür haben, sie stehen lassen, wird es schwierig, ja. Ja, es ist generell ein Problem, wie zum Beispiel Josef Beuys, nicht? Ich kenne alle Fettecke, ist das nur für uns aber ganz recht. Weil in die Entstehungsgeschichte nicht in irgendeiner Art und Weise transportiert wird, weil der Zugang einfach dazu fehlt. Und das, genau, und da sind wir aber jetzt wieder bei der Basis, wenn wir sagen, Schulbildung hat ja bewirkt, dass alle Menschen mittlerweile 1 und 2 zusammenziehen können, das ist 2. Aber die schulische Bildung hat eben die wissenschaftlich-wirtschaftlichen Aspekte deutlich stärker hervorgebracht. Also wir haben kein Gleichgewicht. Und ich glaube, das wäre ein großer Anspruch, zu zeigen, dass diese Werte mindestens genauso wichtig sind und dass wir vielleicht heute nicht da wären, wo wir sind, wenn auch die andere Geisteshaltung da einen Einfluss gehabt hätte. Ja, dann danke mir noch fürs Erste. Wir machen halt gleich weiter. Ich darf jetzt weitergehen zu Frau Summer. Darf sie nach oben ziehen? Ich darf sie auch gerne leiten. Das macht mir große Freude. Sie bekommen ein Mikrofon, das hoffentlich an. Es ist an. Ich setze mich dahin. Sie dürfen sich dahin an die Person. Auch ich habe für Sie bzw. das mal wieder was abgegeben haben. Ich
Fragen vorzubereiten. Wie drückt sich in deiner Kunst Nachhaltigkeit aus? Hören Sie mich? Ja, das ist an. Ich schon. Ja. Also ich möchte grundsätzlich vorausschicken, dass ich immer versuche, in meiner Arbeitsweise und auch in meiner Lebensweise Anstand zu bewahren. Das ist meine Grundvoraussetzung und das geht in allen meinen Lebensphasen und Lebensweisen einmal voran. Denn Anstand, das muss man nicht länger erklären, weiß jeder von uns, ist eine Kategorie, ein ethisch-moralischer Maßstab, an dem ich mich oder an dem wir uns orientieren sollten. So, ich bin keine Öko-Künstlerin, die mit Naturmaterialien arbeitet, so wie das beispielsweise sehr bekannt ist Anthony Goldsworthy, der mit ganz sensiblen Eingriffen in die Natur Veränderungen vornimmt, oder ich bin auch keine Landart-Künstlerin, die, wie zum Beispiel Nils Udo, der mit etwas massiveren Eingriffen in die Landschaft wie Grabungen oder Umpflanzungen da Veränderungen der Landschaft vornimmt. Mein Material ist das Metall, also hauptsächlich jedenfalls Eisen und alle Legierungen, die dazugehören, auch Kupfer mit sämtlichen Formen und Legierungen, die dazugehören. Eisen ist ein Grundelement von uns. Ohne Eisen wäre das tierische und unser menschlicher Leben und unser Organismus nicht denkbar, ist also eine Grundvoraussetzung unseres Lebens. Dieses Eisen verarbeite ich. Und jetzt bin ich bei dem Nachhaltigkeitsaspekt, den du angesprochen hast. Ich arbeite mit Halbzeug, so ist der technische Ausdruck. Halbzeug ist, wie der Name schon sagt, ein vorgefertigtes Material, ein industriell vorgefertigter Rohstoff in Form von Drähten, Rohren, Stangen, Platten, Blechen, Profilen und was es da alles gibt. Und dieses Halbzeug trenne ich, schichte ich, reihe es aneinander, füge es zusammen mit technischen Mitteln, mit der Maschine, mit dem Schweißbrenner. Ich bin also vollkommen in einem industriellen Kreislauf drin, denn dieses Halbzeug ist ja, es heißt deswegen so, vielleicht habe ich es schon erklärt, weil es an einem Punkt, weil es vorgefertigt ist, um dann später nach diesem halben Weg vollendet zu werden. Und genau dasselbe mache ich auch. Ich mache keine gewerblichen Güter, sondern ich mache Kunstgüter, eben mit meiner Technik. Wer A sagt, muss auch B sagen. Also ich bin nachhaltig, so empfinde ich mich zumindest, weil ich dieses Halbzeug verarbeite, das ja eh schon vorgefertigt wird. B betrifft meine Arbeitsweise, meine Technik. Ich fertige auch Körperskulpturen und die mache ich in Handarbeitstechnik. Diese Körperskulpturen sind Skulpturen zum Anziehen, haben die Form von Gewändern und sie sind gefertigt aus dem Material, das in meinem Haushalt oder in meiner Werkstatt anfällt. Zum Beispiel habe ich eine Körperskulptur gemacht aus Nivea-Dosen oder Artex-Handcreme-Dosen, ich will jetzt hier nicht weiter Werbung betreiben, die ich in dünne, mit der Blechschere in dünne Scheiben, Streifen geschnitten habe und dann verwebt zu einer Körperskulptur. Ich verwende Kabel, ich verwende Drähte, ich verwende Computerschrott und andere Schrottmaterialien, haarfeines Kupfer, das ich aus Motoren heraushole und so weiter. Und diese Materialien verarbeite ich in
handwerklicher textiler Technik wie Stricken, Häkeln, Weben ja, und so weiter. Das ist meine Antwort. Ich habe die Ausstellung gesehen, sie war wirklich toll. Ich nehme alles viel mit von Ihnen, sie auch genießen. Eine Zusatzfrage, die jetzt vielleicht von einer anderen Ecke herkommt. Wir hatten ja hier auch einen Wettbewerb, dann nachher auch bepreist du das Thema Heimat. Wie das gehört hat, du bist ja schon aus Franken, glaube ich. Ich bin gebürtige Oberfränkin, in Bayreuth geboren und aufgewachsen und habe es bis nach Unterfranken geschafft. Mein Verständnis von Heimat. Also grundsätzlich muss man sagen, Heimat ist für jeden von uns etwas anderes und hat viel mit Kindheitserlebnissen und mit Erinnerungen zu tun. Und laut Entwicklungspsychologe Jean Piaget verläuft die Aneignung dieser Welt des Kindes, vom Kind zum Erwachsenen, in verschiedenen Stufen, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, von Assimilation und Angleichung und Anreicherung und so weiter. So lange, bis der Mensch dann erwachsen ist und die Welt demjenigen, dem Erwachsenen, als gegeben gegenübersteht. In bestimmten Momenten kommen dann die Personen oder die Orte oder Gefühle wieder zum Vorschein als Erinnerung, die ein bestimmtes wichtiges Lebensereignis beinhaltet haben oder beinhalten. Also wo man etwas Wichtiges erlernt hatte. Für mich persönlich ist der Heimatbegriff ein sehr zwiespältiger und ich möchte jetzt nicht zu persönlich werden, aber das muss ich noch vorausschicken, es ist auch so, dass der Heimatbegriff sich herausbildet, wenn ein gewisses stabiles soziales Umfeld und auch ein längeres stabiles soziales Umfeld vorhanden ist, mit gewissen Wiederholungen und wenig Veränderungen. Diese Dinge sind wichtig, um ein positives Heimatgefühl hervorzuholen. Mein Heimatgefühl ist zwiespältig, weil ich dieses stabile, familiäre, soziale Umfeld nur bis zu meinem 8. Lebensjahr hatte. Und das hat mit dem Tod meiner Mutter zu tun. Dann ist unsere Familie auseinandergebrochen und mein Bruder, der ist 2 Jahre älter, kam zur einen Tante, ich kam zur anderen Tante. So, das war für einen Vater mit zwei kleinen Kindern in den 60er Jahren wahrscheinlich auch nicht anders möglich, um die Kinder versorgen zu wissen. Meine Erinnerung daran ist deshalb zwiespältig, weil ich einfach sagen muss, dass ich viele Erlebnisse hatte, die wehtun. Heimat kann auch wehtun und das ist mein Heimatgefühl. Ja, ja, das ist doch schon. Danke. Einmal bitte ich dann zum Gast Herrn Jürnagel, der ist Stadtrat und Sammler. Das Mal machen und das Mikro überreichen. Sammler, ich gehe mal davon aus, dass Sie sich wahrscheinlich sammlertechnisch mit Kunst beschäftigen, möglicherweise so wie Herr Schlotterbeck. Oder ist es etwas gezielter? Es ist also ähnlich bei Schlotterbeck in dem Fall, dass man doch sehr viel sammelt. Also gerade was halt mit Würzburg zu tun ist, ich bin ja Würzburger Stadtrat, also es geht schon seit 49 Jahren, also unendliche Zeiten. Und da kommt natürlich allein eine ganze Menge durch die Tätigkeit dann auf, wo man dann aufhebt und noch erinnert, allein den Kulturbereich, wenn man sieht. Ich bin also ebenfalls diese Zeit im Kulturausschuss der Stadt Würzburg, Kulturbeirat und auch wieder. So dass also eine ganze Menge dann dazu kommt, was unsere Stadt oder was Franken betrifft.
Also das Sammeln ist aber für mich kein Selbstzweck, sondern ich mache sehr viele Führungen, Vorträge oder über Facebook sehr viel und da kann man eine Menge weitergeben. Denn allein sammeln, dass es daheim rumliegt, das bringt eigentlich nichts, sondern es soll an die Menschen, an die Leute kommen, dass sie auch was davon haben. Und wenn wir vorhin die Bilder gesehen haben von den drei Künstlern, da ist es doch schon ein bisschen traurig, dass wir hier oder die meisten schon ziemlich vergessen sind. Wer denkt noch an Albert Banska, außer Gerd, du mit deiner Ausstellung jetzt hier, oder ich mit meiner Sammlung, die ist immer wieder dann auch veröffentlicht. Ich habe etwa 80 Banskas in meiner Sammlung, sind über 1000 Bilder, was ich also hier über die Jahre dann gesammelt habe. Jeden Tag kommt noch was Neues dazu. Heute mit der Anrufe, gestern 12 Aktenordner über Würzburger Straßen. Also es Sammeln allein hat keinen Sinn, sondern es muss einen Zweck haben, es muss andere Leute dann begeistern. Und wenn man dann auf den Begriff Heimat kommt, was die Angelika ja gerade schon schön erläutert hat, da macht es dann auch Spaß, wenn man sowas ins Internet setzt und die Reaktionen kommen. Ja. Gerade Reaktionen von Leuten, die in Würzburg geboren sind, die dann ausgewandert sind, in Amerika sind, eine Frau, die mich jeden Tag anschreibt, Ecuador, Australien und so weiter, und die dann ihre Heimat auch wieder sehen möchten und auch durch Kunst in dem wieder, die Erinnerungen haben an Banska zum Beispiel, an seine wunderbaren Holzschnitte. Schlotterbeck weniger, der ist da fast zu jung, kann man sagen, aber hier sind doch eine ganze Menge Wolfgang Lenz und so weiter. Und das ist eigentlich der Sinn der Sammlung, andere damit zu erfreuen. Jetzt macht jetzt mal die Frage, was bedeutet für einen Sammler Heimat? Das ist fast schon auch so viel, weil Sie haben es schon erklärt, dass Sie hier nur wirklich ganz gezielt A, mit dem Sammeln, aber auch mit dem Weitergeben der Inhalte beschäftigen, die sich eben tatsächlich um die Heimat gruppieren, und zwar im positiven Sinne. Wir haben ja gehört, Heimat kann negativ belastet sein, aber sie sorgen dafür, dass sie einfach mit ihren Exponaten, die sie nach außen tragen, die Schönheit, darf ich jetzt mal sagen, die Schönheit der meinen fränkischen Heimat nach außen bringen. Das ist ja mal eine ganz tolle Geschichte. Ja, und Heimat ist eigentlich Heimat, und wie Angelika Sommer auch schon sagte, für jeden ist Heimat was anderes. Ein bekannter Mann aus Rotterdam, Erasmus von Rotterdam, sagt, meine Heimat ist da, wo meine Bibliothek ist. Könnte ich auch fast sagen, alles, wo mein Geraffel da drum ist, da ist meine Heimat. Aber Heimat hat auch einen Sinn, man hat eine Verbindung, und das merke ich jetzt auch wieder durch das Internet, gerade ins Ausland raus, dass diese Kontakte da sind, dass die Leute ja ihre Heimat dann suchen. Aber der Begriff Heimat ist wieder für jeden anders. Es ist kein örtlicher Bezug. Eigentlich ist Heimat da, wo man sich wohlfühlt, wo man Bekannte hat, wo man Freude hat. Und an die denkt man auch dann wieder dann zurück, wenn man an die Heimat, wenn man außerhalb ist. Meistens merkt man erst, wie wichtig die Heimat ist, wenn man auswärts ist. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man sich an die Sachen erinnert, wie du schon sagst, mit der eigenen Entwicklung, welche Jugenderlebnisse hat man. Aber wie ist die Stadt weiterentwickelt? Denn Heimat verändert sich auch jeden Tag wieder. Wenn wir dann wieder 14 Tage mal im Urlaub sind und weg sind, kommen zurück, was hat sich alles in der Stadt verändert? Und man hat dann eine gewisse Sehnsucht schon im Urlaub nach kurzer Zeit, wieder in Würzburg, in unserer Stadt zu sein. Und da hier die Stadt und die Menschen, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dann zu genießen, zu erleben und sich zu erinnern. Und in dem Alter, wo ich jetzt auch schon bin, da wird es immer schlimmer, wenn man die Zeitungen liest. Früher hat man immer gelästert, die Älteren lesen meistens immer die Todesanzeigen. Aber so weit ist es im gewissen Sinn auch, dass man sich an viele Personen erinnert, die verdienstvoll sind und die wieder in Erinnerung gerufen werden sollten. Und das betrifft besonders die Künstler. Sehr bedauerlich, dass wir eigentlich kein Museum für Künstler des 19. Jahrhunderts und der neuen Zeit haben. Das fehlt in Würzburg. Wir haben das Museum für Franken jetzt, wir haben den Kulturspeicher. Aber wo sind die Würzburger Künstler vertreten in einem Museum der Stadt Würzburg? Und da ist einfach das Schlimme, dass die Kultur dann doch nicht so vertreten ist, auch im Würzburger Stadtrat, um die Interessen der Künstler dann vorzubringen. Und wäre schön, dieser Hinweis von dir vorhin, wenn sie im Stadtrat wäre, wäre das gut, denn wir haben keine Künstler im Stadtrat im Moment da. Und deswegen ist das auch ein bisschen benachteiligt, sondern da müsste viel mehr gemacht werden. Ein Museum der Künstler,
Mozart-Gymnasium wäre das geeignete gewesen, dass man also von der Residenz in die Innenstadt oder sonst was. Und schade, dass wir die Städtische Galerie aufgegeben haben, völliger Unsinn von der Stadt Würzburg, an Laden und Büros dann zu geben, sondern dass die Künstler auch mehr unterstützt werden und dass wir es auch mehr dann benutzen, dass die Würzburger Künstler auch bei Bauaufträgen der Stadt dann berücksichtigt werden. Hat ja immer dann diese Zahl, Prozente, was man hier als Kunst nehmen soll. Das wird aber immer nicht ganz so ernst genommen. Und das wäre wichtig, dass man hier die lebenden Künstler mehr unterstützt. Denn wir haben gerade im letzten Jahr jetzt durch die Corona-Zeit gesehen, wie schwer es Künstler haben, hier zu überstehen, diese Zeit durchzustehen. Und da ist es auch Aufgabe der Stadt Würzburg, hier die fränkischen Künstler in dem Fall darzustellen. A, in Ausstellungen, B, aber auch anzukaufen für Projekte. Dann am Mainufer haben wir ja den Versuch gemacht, mit der Leonhard-Frank-Promenade da schon Kunst auszustellen. Ich weiß von Oberbürgermeister Zeigler 30 Jahre zurück, diesen Hublandgürtel da mit Kunst auszustatten. Beim Beginn ist dann wieder versandet. Ich weiß, dass ich da in Fulda war und von den ungarischen Künstlern dann Sachen angeschaut habe, die dann hingekommen sind. Es ist die Leonhard-Frank-Feder da oben aufgestellt worden als moderne Kunst. Also da müsste mehr getan werden. Das ist eigentlich in den letzten Jahren, ich sage schon fast Jahrzehnten, ein bisschen eingeschlafen und wäre es dringend notwendig, die jetzt lebenden Künstler zu unterstützen, dass sie auch das später wieder als besondere Künstler dann gewürdigt werden können. Da gibt es mein Glück. Frau Jacobs, wären Sie denn dafür zuständig? Also eigentlich ist derjenige, der das so bestimmt hat, jetzt neben ihm, weil ich bin ja nicht der Stadtrat, aber wir sind natürlich der Fachbereich sozusagen, der das hoffentlich auch mit vorantreibt und voranbringt. Und wir sind ja auf eigentlich ganz schlechten Weg. Wir haben ja trotz Corona einen Ankaufsetat vom Museum im Kulturspeicher ermöglicht. Erste Mal, dieses Jahr, das eigentlich jetzt genau, da danke an den Stadtrat, der auch gerade jetzt in Corona-Zeiten insbesondere die regionalen Künstler begünstigen soll. Da ist eben dann unsere kunsthistorische Expertin, die Frau Hese als Leiterin natürlich verantwortlich, auszusuchen, welche Kunstwerke dann auch angekauft werden. Denn man geht natürlich mit dem Ankauf von Kunstwerken auch immer wieder Verpflichtungen ein, weil man natürlich auch für Pflege und Ähnliches dann Verantwortung zeigen muss und ein Depot benötigt und alles, was dazu gehört. Dann aber wenn grundsätzlich kann ich nur sagen, ich kann da immer nur lange beipflichten. Dann kann ich die beide einfach zusammenbringen beim Dresden Krankenwagen. Da bin ich jetzt konzeptionell erarbeiten, wie das nun zu. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass eine Einrichtung wie der Kulturspeicher keinen Ankaufsetat der ganzen Zeit gehabt habe. Auch die frühere Städtische Galerie nicht. Da kaufe ich ja privat mehr, als wie der Kulturspeicher dann sich erlauben kann. Sie brauchen immer Sponsoren, kostet auch wieder Arbeit und Zeit, das zu machen, wo dann die Arbeit an der Kunst wieder dann benachteiligt wird. Also hier ist doch noch eine ganze Menge zu verbessern und da gebe ich Ihnen recht, denn wenn ich Ihre Besetzung im Kulturamt sehe, dann ist das auch sehr mickrig und es ist wirklich zu sagen, die paar Leute, dass sie noch so viel leisten können in der Stadt, ist schon wirklich ganz toll, Frau Jakob, dass das geleistet werden kann. Auch da muss Verbesserung kommen. Sind wir seit Jahren oder Jahrzehnten dran. Geht also ganz langsam. Und da brauchen wir auch mehr Lobby für die Kunst und Kultur. Das ist toll. Bevor wir uns dann demnächst zur Preisübergabe legen, habe ich noch eine Sache. Ich versuche jetzt einfach mal beide Begriffe so in der Art von der Kunst und Frau Summer zu verstricken. Das heißt, diesen Begriff Heimat und diesen Begriff Nachhaltigkeit, dann stelle ich einfach an die Kunsthistorikerin, Nadine, wie könntest du dir vorstellen, dass wir diese beiden Begriffe zukünftig vielleicht noch weiter transportieren können? Brauchst du noch Platz? Reicht das schon mal? Ja, das reicht. Also, ich werde jetzt auf ganz kalten Fuß erwischt. Aber sowas mache ich gerne, ich bin kurz gemeint. Ja, voll natürlich. Aber das musst du können, du hast also, das ja, gelernt. Heimat und Nachhaltigkeit, genau. Eine Frage, wie ich das persönlich interpretiere. In Bezug auf Kunst jetzt oder allgemein? Ja, machen wir ein bisschen mal. Ja, ist in der Wirklichkeit. Ja. Und ist auch.
Naja, also ich sehe zum Beispiel auch, dass das Kunsthaus Michel da zum Beispiel schon einen sehr wichtigen Beitrag schon halbwegs vergessenen Künstlern, wie eben Albert Wandsberg mal wieder ein Forum bietet und das Ganze mal wieder in die, ja, ins Gedächtnis ruft oder für viele Leute überhaupt neu ins Gedächtnis ruft, dass es diese Person überhaupt gab und das Schaffen von ihm, was ja durchaus veritabel war. Ähnliches natürlich auch mit zum Beispiel Künstlern aus den 1980er Jahren, wie eben Bernhard Zibis, wo wir letztes Jahr beide zusammen dran gearbeitet haben, ein furioses Werk, was aber relativ, wie soll man sagen, versandet ist eigentlich fast schon, wurde aber hier eben im Rahmen des Kunsthauses mal wieder ins Gedächtnis gebracht. Leider kam halt natürlich Corona dazwischen, was ein bisschen suboptimal und dann natürlich nicht so in dem Umfang alles stattfinden konnte wie geplant, aber nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass hier zum Beispiel einer der Hauptzentren oder der Schmelzpunkte der Vereinigung quasi so von Heimat und Nachhaltigkeit ja gelebt einfach wird, mit gutem Beispiel vorangeht. Perfektes Schlusswort, dann haben wir etwas Zeit für Publikumsfragen.